Also ich bin Andreas Golder, meistens zumindest. Bin Kunstmaler und neuerdings auch Bildhauer. Seit 17 Jahren in Deutschland, gebürtig in Russland. Und ja, wir sind gerade in meinem Atelier. Also Andreas, würdest du sagen, du hast irgendwann den Weg des Künstlers gewählt oder kann man das nicht so ausdrücken? Nee, ich habe mich eigentlich. Ich weiß nicht, ob man das wählen kann. Ich glaube, das klingt ja so ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, das wählt einen selber. Man hat dann keine andere Wahl. Außerdem war ich viel zu faul, irgendwas anderes zu machen. Und das war das Einfachste und Naheliegendste. Außerdem braucht man dafür kein Abitur und da hatte ich eh keine Lust drauf. Und seit ich erfahren habe, dass man auf einer Kunsthochschule ohne Abitur aufgenommen werden kann, habe ich das gemacht, um möglichst schnell aus dem Süddeutschen abzuhauen. Und das hat aber leider nicht so schnell funktioniert. Das hat ungefähr 6 Jahre gedauert in Berlin. Ich bin dann erstmal in den Suff gefallen, so wie ungefähr jeder, der hier ankommt, und in die Nachtlandschaft. Und dann hat es irgendwann mal doch geklappt, irgendwie in der UdK. Und ja, aber abgeschlossen habe ich es auch wieder nicht. Weil, ja, keine Zeit. Der Markt hat mich abgeholt. Und deine Eltern sind auch beide Künstler? Sind beide Kunsthistoriker und mein Vater ist Künstler und der ist Bildhauer und Maler. Meine Mutter ist Textilkünstlerin und ja, wurde sofort akzeptiert. Na, zumindest von meinem Vater, von meiner Mutter nicht so. Die hat mich jeden Tag angerufen und gefragt, willst du das wirklich? Guck mal, wie wir leben. Und scheiße, sie hat recht. Hier zur Inspiration, so weit, so gut. Dänische Tittenmagazine, italienische Muschi-Magazine. Aus dem 18. Jahrhundert. Großartige Bilder. Das sind Verbesserungsvorschläge für Cover. Ja. Das war mal Giselle Bündchen. Ich fand aber, nur die Beine sind was wert. Den Rest. Also das hat ein Museumsdirektor gemalt. Und zwar von der Aachen-Ausstellung, von Aachen-Museum. Da, wo ich ausgestellt habe, genau. Und das war, seine Aufgabe war, das dümmste Bild der Welt zu malen. Ich finde, es ist ihm sehr gut gelungen. Kunst von einem begnadeten Arschfickermaler, Marc Rösser. Saugeile Band. Interessanterweise ist Death Metal beim Malen, es beruhigt enorm. Es ist fast so eine meditative Situation irgendwie, also weil das ist so laut und so gleichmäßig schnell, dass du in so einen seltsamen Rhythmus kommst, der, also fast, also ich höre auch sehr viel Klassik nebenbei, also so barocke Oper zum Beispiel, das ist so ein komplett anderes, hat überhaupt kein Beaten, gar nichts, aber es erzeugt fast eine ähnliche Stimmung, bei mir zumindest, also es klingt jetzt wahrscheinlich sehr obskur, aber ich werde dann sehr, sehr ruhig. Und kann so vor mich hin arbeiten sehr lange. Also es ist so wie vielleicht für manche anderen irgendwie Ambient oder sowas, keine Ahnung. Vielleicht will ich ja einfach mal irgendwann mal, verdammt nochmal, für Napalm Death ein Plattencover machen und will jetzt einfach die Aufmerksamkeit von den Jungs kriegen. Deswegen male ich das Zeug. Das ist die größte Palette, die ich je besessen habe, die eigentlich nur als Abstellraum funktioniert mittlerweile. Und hier das bekannte Rosa. Also nur noch zum Rosa anmischen. Man sieht hier, rosa. Naja, die früheren Bilder waren ja auf jeden Fall noch rosiger als jetzt. Und das, weil es mir als so eine Unfarbe vorkam, als die neue Unfarbe, als so etwas, was einfach so daneben ist, was man eigentlich nicht macht, irgendwie sozusagen, in der Herrenmalerei. Wobei man halt heute eh alles macht. Aber mir kam das als Entwertung sehr gut vor, wenn man irgendwelche Klassiker wie ein Rembrandt sich vornimmt mit den Schlachthausszenen und dieses Fleisch eigentlich gar nicht so als Fleisch malt, sondern einfach nur als ein rosa Klumpen sozusagen. Als Reminiszenz an die Popkultur. Und jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen. Studien zu großen Skulpturen, die dann später, also die eine wird produziert hier, das haben wir das Denkmal für den letzten Gast. Und das sind lauter Denkmäler, das sind Entwürfe für Denkmäler. Also das Denkmal für den letzten Gast, und zwar eigentlich so für die unterste Schicht. Ich finde, das sind alles auch Helden des Alltags. Verbrecher,
Denkmal für einen Verbrecher. Hier haben wir allgemein den Loser einfach. Der hat seine Innereien verloren, den Arm, ein Auge. Das ist der Betrunkene, der den Panda aus dem Ü-Ei bewundert. Also die werden dann einfach mal so wirklich so auf 2,5 Meter hochgezogen. Unbemalt, ja. Und der wird in der Januar-Show zu sehen sein. Aus dem einzigen Grund, weil er reinpasst. Die anderen sind zu groß. Dann haben wir hier noch... Naja. Das ist ein Versuch, mit einem Freund das seltsamste Bild der Welt zu malen. Es ist uns fast gelungen, habe ich das Gefühl. Es ist aber, wir haben uns dagegen entschieden, weil es uns zu sehr an Damien Hirst erinnert hat. Aber scheiße, Gerhard Richter hat das auch schon gemacht, also warum nicht wir? Also mit Adrian Buschmann zusammen. Und das ist etwas, was man nicht zeigen darf als Künstler, ein unfertiges Bild. Freitag der 13. Nach dem Lied. Was? Nach dem Lied. Genau. Das ist ein Fleischwürfel. Der wird noch verfeinert, aber es hat schon eine sehr gute Schlachthausatmosphäre, finde ich. Also, kann mir jemand helfen? Klappt ja. Achtung. Wenn das die Spediteure sehen, die dürfen das nicht sehen. Weil die kommen mit Handschuhen an, weißt du? So richtig, so mit so Tresorkisten irgendwie so. Und weiße Handschuhe und wird das so eingepackt, aber naja, ich schmeiße auf den Boden. Findest du, dass man das schon merkt an deiner Kunst, dass du in Berlin wohnst zurzeit und auch diese Beziehung zum Nachtleben hast? Also wird nachgesagt, also es fällt mir selber schwer, das natürlich zu sagen, weil ich also relativ wenig Distanz zu mir habe, meistens zumindest. Aber wahrscheinlich schon, also eine Stadt prägt dich natürlich, also allein die ästhetischen Einflüsse, die du um dich herum hast, klar spiegeln sich irgendwelche Farben wieder, irgendwelche erlebten Situationen, das, was man hier in Museen sieht und so weiter, das spiegelt sich alles wieder, aber jetzt konkret irgendwie, dass ich jetzt irgendwie auf den Totenkopf zeige und sage so, ja, das kommt wegen Berlin. Wobei, das stimmt sogar, den habe ich in der Russenbar gefunden, wieder als Motiv irgendwann mal, weil da so ein Plastikschädel steht und da fängt das eigentlich wieder an. Also dann doch, ja, aber so als Außenstehender weiß ich, ob er das sieht ohne die Geschichte. Und wird auch der Berliner Kunst nachgesagt, dass sie rotziger ist und schmutziger als die Leipziger zum Beispiel. Wahrscheinlich stimmt das auch, also ist ein bisschen lauter auf jeden Fall als die anderen Jungs. Ja. Also vielleicht doch, ja. Ich wollte kurz über das eine Bild von dir, Disco-Schnupfen, sprechen. Siehst du, ja, da passt das wiederum, ja, total. Das habe ich sogar dem Club Rio gewidmet, ja. Ja, das natürlich, ja. Entstanden ist es nüchtern, aber die Bildidee auf jeden Fall oder die Werdung unter Substanzen und die Kacheln kamen aus dem Club, ja, auf jeden Fall. Aber was soll ich da noch mehr dazu sagen? War geil. Puff. Das war so ein Abgesang auf dem Club vielleicht. Ja. Man könnte das vielleicht noch so wie so ein Pickel ausdrücken. Weißt du? Das ist eigentlich eine geile Idee. Wir drücken das aus wie so ein Pickel. Klappt das? Nee, das ist schon zu fest, oder? Naja, nee, ist zu fest. Hier geht's aber noch. Scheiße. Nee, geht nur kaputt. Ja. Disco-Schnupfen. Ne? Nummer 2. Das ist wahrscheinlich die Reminiszenz an meine osteuropäische Herkunft. Du machst aus Müll, machst du etwas richtig Teures einfach. Man kennt das ja von diesen ganzen DDR-Leuten, die irgendwie aus irgendwelchem Schrott irgendwelche unglaublichen Hubschrauber und sonst was gebaut haben. Ich sammle den Müll im Atelier. Und macht daraus unfassbar teure Bilder einfach mal. So. Naja, so unfassbar teuer sind sie noch nicht, aber schon sehr teuer für Müll. Oh nein, das habe ich jetzt erzählt. Und selbst sowas, im Wutanfall entstanden und Ivan über den Schädel gezogen,
kann man auch verkaufen. Als eine Verarsche von Fontana. Ich weiß nicht, ob das jemand mal sagt. Dieser italienische Minimalist, ne? Der die Schlitze reingemacht hat. Wie langweilig ist das denn? Zieh dir das Zeug über den Schädel. Ist doch viel geiler. Oh, kratzt aber ein bisschen. Und sieht besser aus, finde ich. Viel mehr Expression drin, Energie und Spannung und Wut. Da kannst du richtig Geschichten erzählen. Ist da so ein scheiß Schlitz da rein, der wie so eine klinische Muschi aussieht. Fuck. Was für ein Käse. Sehr gut. Ivan? Ja? Machst du den Lärm die ganze Zeit? Die Schweine, wollen wir hochgehen und denen einfach mal in den Arsch treten? Diesen Kung-Fu-Wichsern. Mal gucken, ich träume ja die ganze Zeit davon, einmal da hochzugehen, so weißt du, wie so in einem Teenager-Film. Und dann einmal so. Ich würde es nicht überleben, glaube ich.